Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 3. Die liebe Desiree ist beim Wahrsager und der Wahrsager blickt gebannt in die Kristallkugel. Darin wirbelt ein Mahlstrom aus spirituellen Energien. Während der Wahrsager Ebbe und Flut der Energie in dem Kristall studiert, offenbaren sich immer mehr Details über die Zukunft. Soll der Wahrsager weiter Informationen sammeln oder jetzt eine Vorhersage machen? Wir spenden. Mal gucken, was da so passiert. Desiree Hope und der Wahrsager haben versucht, Kontakt zu den Geistern aus dem Jenseits herzustellen, um diese um Rat zu bitten. Doch sie waren gerade nicht erreichbar. Desiree Hope musste eine Nachricht hinterlassen. Echt jetzt? Ben und Hope, und Holly. So, auf Anweisung des Wahrsagers beschreibt Desiree Hope jeden Traum, an den sie sich innerhalb der letzten paar Wochen erinnern kann. Der Wahrsager sitzt mit geschlossenen und gefalteten Händen da und nimmt jedes einzelne Detail in sich auf. Soll der Wahrsager weiter Informationen sammeln oder jetzt eine Vorhersage machen? Sammel noch Informationen, bitte. Tu das. Pferd, wie geht's dir eigentlich? Recht gut, gell? Weißt du was? Vihan Piesel mal. Desiree Hope versucht sich zu entspannen, während der Wahrsager ihre Hand mit der Innenseite nach oben fest umschlossen hält. Der Wahrsager beginnt mit einem Finger die Linien auf ihrer Hand nachzuzeichnen, um Informationen über das Temperament, die Lebensdauer und die romantischen Neigungen zu sammeln. Soll der Wahrsager weitere Informationen sammeln oder jetzt eine Vorhersage machen? Ja, wir spenden natürlich noch was. Wir wollen ja vieles, vieles wissen. So, du hast dein Ding jetzt. So, satteln, Alltag. Nee, warte mal. Wir satteln gleich mal den Rennsattel, bitte. Ah, fuck. Satteln, Rennsattel. So. Sternkarten sind auf dem Tisch ausgebreitet. Die Augen des Wahrsagers hüpfen von Karte zu Karte, während er etwas vor sich hin murmelt und Notizen niederschreibt. Mit einem Wachsmaler zieht der Wahrsager Verbindungslinien zwischen verschiedenen Himmelskörpern. Es sieht alles sehr kompliziert aus. Soll der Wahrsager weiter Informationen sammeln oder jetzt eine Vorhersage machen? Machen wir noch weiter. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Echt jetzt. So, Julius hat den Kurs gemacht. Bla 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 bla. Und ich glaube, nach dem dann ausreiten. Ah, okay. Dem Pferd geht es aber so recht gut, gell? Haben wir hier irgendwo was zum Trinken? Da vorne ist was zum Trinken. Eine nach der anderen deckt der Wahrsager die Karten in der Formation auf, um zu sehen, welche Bilder sich dahinter verbergen. Jede umgedrehte Karte erweitert die Zukunft von Desiree Hope. Soll der Wahrsager weiter Informationen sammeln? Ja, natürlich. Natürlich! Liebe zwischen Dante und Lily Chesterfield. Oh. Oh, das war gerade mal wer anderes, gell? Dante und Lily. Das wäre eigentlich richtig cool. Hey, warte mal! Aufsitzen! Desiree Hope und der Wahrsager leeren den letzten Schluck Tee und versuchen in den Teeblättern am Tassenboden Muster zu erkennen. Einige Symbole haben eine universelle Bedeutung, während andere nach der Interpretation eines Experten verlangen. Soll der Wahrsager? Natürlich soll er noch weitere Informationen sammeln. Lilly, was machst du denn? Aha. Aha, dann ist Dante ein Erwachsener? Jetzt Mess von der Mutter. Kind, komm heim! Kind, komm heim! Echt jetzt? Das neue Baby? Jetzt kriegt die noch ein Kind? Aber in etwa einer Woche sollte es besser werden. Mach dir also nicht so viele Sorgen. Votel.
Was kriegen die noch ein Kind? Total überzeugt. Also jetzt muss ich erstmal nochmal zum Ding kommen. Glückwunsch Level 4. Registriere dich wieder Ding als Professioneller. Okay, das Pferd hat wohl hoffentlich jetzt schon getrunken, oder? Ja, es ist gerade beim Trinken. Sehr schön. Dann lasse ich jetzt noch trinken. Du fährst, glaube ich, gerade nach Hause. Das heißt, der Wahrsager hat eigentlich gar nicht so tolle Informationen preisgegeben, oder? Wow, diese Wahrsagerin wusste wirklich alles, was für eine Erleichterung. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als sich zurückzulehnen und das unausweichliche Schicksal abzuwarten. Wegen Zigeunerwagen, Alter. So, was ist mit dir? Schakka, okay. Machst du mit dem jetzt echt Schakka oder was? Ah, okay. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Aber wir lassen dem einfach mal seinen Lauf. Gehen. Ja, wir gehen einfach mal. Ich würde nämlich gern eine Reitsportveranstaltung anbieten. Ausruhen, okay. Um 17 Uhr. So, wir gehen einfach ganz bequem da vorne hin. Okay. Da, an Reitveranstaltungen teilnehmen. Rennturnier. International. Nur Christoph und die Außerirdischen wissen, was in dem UFO geschehen ist. Doch was es auch war, Christoph ist jetzt schwanger. Oh, möchtest du das außerirdische Baby großziehen oder es in seine eigene Welt zurückgeben, damit es dort aufwächst? Eine Trennung von dem Kind kann einen zukünftigen Kontakt mit deinem überraschenden Nachwuchs verhindern. Großziehen. Wieso kann ich da jetzt einen Namen aussuchen? Scheiße. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Eine Schwangerschaft ist keine leichte Zeit im Leben eines Mannes. Aber Christoph hat das Beste daraus gemacht. Das kleine Mädchen wurde mit den Merkmalen wahnsinnig und tollpatschig geboren. Okay. Aber warum kann ich da jetzt einen Namen aussuchen? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Jetzt muss ich gerade hier meine Notizen mal herholen. Genau, und da habe ich Sims Namen. Das habe ich zwar hauptsächlich für Sims 2 aufgeschrieben, aber es ist wurscht. Ich werde jetzt einfach hier über den Mädchennamen, die ich mir sowieso schon mal aufgeschrieben habe, den Finger kreisen lassen und stehen bleiben. Und wir sind bei Olivia schon wieder. Nee, Olivia möchte ich eigentlich nicht nehmen. Wir haben schon eine Olivia. Vor allem, er kann doch nicht sein Kind nach seiner Schwester benennen. So, und zwar haben wir jetzt Nicole. Meiner würde schon wieder sagen, Nicole. So. Nicole. Nicole. Okay, so, und wir werden jetzt hier international reiten. Oh, und die ist übel. Aha, okay. Toll, jetzt hast du das Klo gerade sauber gemacht. Aha, okay. Okay, warte mal, wo ist denn Christoph? Ist Christoph gerade zu Hause? Haushalt besuchen. Wir müssen zu Christoph gehen einfach mal. So, Donnerpferd hat einem Turnier teilgenommen. Gleichmäßiges Tempo. Ah, okay, wir warten mal. Wir sind noch auf Stufe 7. So, jetzt müssen wir hier Christoph schnell mal besuchen gehen. Axane ist Vater geworden. Christoph hat ein kleines Mädchen namens Nicole zur Welt gebracht. Komme ich da jetzt gar nicht rein? Doch. Es ist kein Mensch zu Hause.
Echt jetzt? Okay, dann wird er noch im Krankenhaus gewesen sein. Okay, Risiko. Wie geht's denn dem Pferd überhaupt? Energie. Ich möchte eigentlich denn alles auf einer Karte. Ich möchte eigentlich gewinn alles oder geh mit leeren Händen. Könntest aber auch zurückfallen. Hallo, alles auf einer Karte. Komm schon. Komm schon. Alter! Komm schon, ich will auf dem Treppchen sein. Bitte, 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 bitte. Oh. 450 Simoleons nur. Ernsthaft? Oh, okay. Okay, wir müssen zurückreiten. Wir müssen jetzt nach Hause reiten. Iglo bauen. Donnerpferd grasen lassen. Reite mal hier hin. So. Wann kommt denn Christoph endlich nach Hause? Oh, ich glaube, er kommt. Kommt der Christoph? Komm schon, Christoph. Sag mir, dass du nach Hause kommst. Alter, Christoph, wo bist du denn? Wo hast du dein Kind bekommen? Okay, weißt du was? Kann ich hier was kochen? Abendessen servieren, Makaroni mit Käse. Ich meine, das kann doch nicht sein, oder? Weiter kochen. So, dann kannst du mal dein Pferd in Ruhe lassen. Und dann werden wir hier erstmal Reste essen. Und ich möchte hier eigentlich Christoph endlich noch sehen, gell? Also, Mädel. Wie wär's, wenn du da weiter kochst? Wieso kocht die da nicht weiter? Wann kommt denn Christoph endlich nach Hause? Das gibt's doch nicht. Tja, da muss man richtig auf die Finger schauen, dass die hier überhaupt kochen, also dass sie hier überhaupt kocht. Irgendwie, weil es nicht ihr Heim ist oder was, keine Ahnung. Tja, die hört schon wieder mittendrin auf. Liebe liegt in der Luft, Lilly und Godo. Alter, Lilly weiß echt nicht, was sie machen soll, gell? Einmal Lilly und Godo, dann Lilly und keine Ahnung wer. Tja, sie hört schon wieder einfach auf. Und Christoph kommt und kommt nicht heim. Ist Christoph umgezogen? Normal nicht, oder? Wieso kocht sie nicht einfach fertig? Reden die beiden jetzt mal miteinander? Nee, gell? So, warte mal, geh du erstmal hier aufs Klo und dann Hände waschen, bitte. Haben wir hier eigentlich Wasser drin? Ich hoffe, trinken. Sollte normal gehen. Bei dir geht's nicht, gell? Also Christoph kommt einfach nicht nach Hause. Der ist, glaube ich, irgendwie jetzt abhanden. Der wurde nochmal entführt oder so.
Der wurde nochmal entführt. Na, ernsthaft, wo ist Christoph jetzt hin? Anita. Christoph. Schukepoje? Okay. Axane. Wieso hat Axane eigentlich Mutter? Jetzt habe ich glaube. Hä? Hä? Ah, jetzt kapiere ich gerade gar nichts mehr. Tollpatschig und wahnsinnig. Das hat sie beides vom Vater abbekommen. Okay. So, Enras. Master Controller. Gehe zu. Habe ich jetzt irgendwas versäumt? Warum rennt er nach Hause ohne Baby? Weiterkochen. Ach, jetzt macht sie das auf einmal. Hat sie da jetzt immer abgebrochen, weil sie Hunger hatte oder was? Das gibt's doch nicht. Grady ist jetzt Teenager. Schau, sie bricht schon wieder ab. Also an dem kann es normalerweise nicht liegen, gell? So, dann würde ich einfach mal sagen, wir räumen das einfach mal auf, gehen hier dann nochmal aufs Klo, waschen uns die Hände und dann werden wir einfach mal nach Hause gehen. Aha, du schlägst das hier in der Zwischenzeit zusammen, auch nicht schlecht. So, aufräumen, aufräumen bitte. Wo ist Bella? Weglegen. Unser Mitbewohner Pencher. Und du kommst dann auch einfach nach Hause, weil das hat keinen Sinn, wenn Christoph eh nicht zu Hause ist. Es ist kein Mensch da. Alter, wo ist Christoph? Der ist der nicht heimgelaufen oder so? Das gibt's doch nicht. Christoph, Enras, Master Controller, gehe zu. Erwischt. Ja, man muss es nicht verstehen, oder? Wo Christoph jetzt hin ist. Nee, muss ich nicht verstehen. So, aber die Gute ist eh selbst schwanger. Sie weiß es nur noch nicht. Sie geht es dann auch duschen. Mit Flair duschen. Okay, mach das mal. Und dann geht sie bitte ins Bett schlafen. Du möchtest Buch über Reiten lesen. Reiten, Fähigkeit perfektionieren. Das kannst du natürlich gerne tun. So, ist Christoph jetzt mittlerweile mal nach Hause gekommen? Nee, der ist nicht da. Christoph ist gerade nicht da. Ja, keine Ahnung, wo der hin ist, gell? Ist aber auch egal. So. Jo. Try for Baby, ein Punkt. Ah, okay. Eddie, Chaos und Christoph. Genau mit Eddie, oder? War das Eddie? Nee. Mit irgendeinem Chaos-Menschen halt. Ja, wir können ja mal gucken, ne? Julius. Und zwar brauchen wir hier jetzt Olivia.
Nee, warte mal, nicht Olivia. Nein, wir brauchen hier Leon. Dann haben wir hier Lilly. Oh, okay, mit Godo ist jetzt in einer Beziehung. Sehr interessant. Mit Godo ist jetzt in einer Beziehung. Liebe Turteltäubchen, Liebe liegt in der Luft. Jenna und Abram sind nun in einer festen Beziehung, okay? Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob ich Enras eigentlich so eingestellt habe, dass die lieben Teenager jetzt schwanger werden können oder nicht. Das müsste ich eigentlich mal gucken. Wuhua. Risikoreich. Achso, wohl doch, habe ich gemacht. Okay. Warte mal, das war dann aber nicht der Wuhur, sondern der Story Progression. Allgemeine Optionen, Schwangerschaften. Nicht ausgeglichen, da werden wir beide nehmen. Da muss ich aber die Stadtoption nehmen, gell? Wo waren das jetzt? Schwangerschaft. Erlaube schwanger werden, erlaube Teilnahme Sim-Gruppe. Wieso sehe ich das jetzt nicht? Teenager. Teenager. Ja, gut, okay, das sehe ich jetzt hier irgendwie nicht, aber ist ja wurscht. 9.758 Urlaubsgeld. Sehr schön. Eine Geschenkparty willst du veranstalten? Okay. Eine Geschenkparty. Haben wir überhaupt Platz für eine Geschenkparty? Ich meine, cool wäre schon, wenn wir eine machen, gell? Okay, du gehst kotzen. Du gehst kotzen. Du nimmst den extra weiten Weg. Sehr gut. WTF? Naja, wenigstens hast du nichts dreckig gemacht. So, Bett machen, schlafen, Nickerchen halten. Mach hier nochmal hier, du möchtest auch eine Geschenkparty veranstalten. Okay. Dann werden wir hier wohl oder übel mal Platz schaffen müssen. Und zwar. Puh. Das ist aber schwer, gell? Das ist verdammt schwer, weil das hier, ich meine, das ist irgendwie cool eingerichtet alles, gell? Aber das ist irgendwie. Puh. So, warte mal. Was haben wir denn hier alles? Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Es weihnachtet sehr. Hier. Geschenke für Festtage. Haben wir hier? Ah, hier haben wir es. Weihnachten. Okay, wir haben hier jetzt den Weihnachtsbaum. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das am besten alles machen, aber irgendwie machen wir das schon noch, gell? Hier duschen. Benutzen, säubern, Hände waschen, Zähne putzen, säubern. Ah, du stehst jetzt trotzdem auch auf. Wieso? Dann mach du halt einfach mal das Bett. Auf beiden Seiten. Du lädst dann mal die ganze Family irgendwie ein. So, wenn es geht, irgendwie Party veranstalten.
Und du haust dich einfach nochmal aufs Ohr. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich werde hier einen Cut machen, nachdem Chris Julius dann endlich mal seine Family eingeladen hat. Ich bin eigentlich mal gespannt, wie die Beziehungen so sind. Mike Uwe. Großvater. Sein Großvater könnte er eigentlich auch einladen. Und umziehen müssen wir ihn dann auch noch unbedingt. Der hat ja auch grausige Sachen an. Also schreckliche Kombinationen. Ich sag mal so. Alter, okay. Ich werde die Leute in der nächsten Folge einladen. Ich werde mich jetzt erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann eben in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.